Soll ich nochmal kurz testen. Nicht, dass das hier nicht funktioniert. So. Gut, da haben wir die ID. Gut. Dann wollen wir mal. Viel leichtere Wand dafür. So. Na komm. Ich mag die Optik. Nichts von der Tranxi, komm schon. Na, dann wären wir zurückgekommen. Zwischendurch darf ich am Anfang einfach nicht lenken. Ich weiß nicht wieso. Das waren schon wieder zu viele Versuche. Ich kann mich schon entspannen. Das wird schon kein erster Platz mehr. Das muss alles sofort klappen, alles andere ist zu langsam.
Geht doch. Mein Gott. Natürlich wird der Schaden wieder geprüft. Ich brauche den Tiger. Das war interessant. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich diesen Tiger erwischen soll. Ich wollte doch Discord wegschieben. So. Und schon sehe ich nicht mehr, wie sich andere anstellen. Soll ich diesen Tiger nutzen? So in der Art wahrscheinlich. Mein Gott. Schöner Doppelblock. Ich habe halt aktuell noch überhaupt keine Ahnung, wann ich hier die richtige Taktik habe. Wann
der richtige Zeitpunkt für irgendwas ist, ob ich das einfach in einem durchmachen muss. Ja, das war zumindest schon mal richtig. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was ich getan habe. Ja, da zwei Blöcke zu benutzen, scheint richtig zu sein. Dann muss ich da nur noch... Die Trefferkiste dieser Dinger. So nicht. Nee, da springt der Tiger schon wieder zu früh. Thank you. Jump dish evade. Eieieiei. Das Problem ist, der Tiger ist halt auch so groß, dass ich mich da schwer tue, überhaupt abzuschätzen, wo dieser Block erscheinen wird. Probleme über Probleme. Und wieder Blöcke, die länger da sind, als sie sein sollten. Zwei Pixel. Das Problem ist, ich habe halt nicht viel Zeit. Da hatte ich wieder keinen Schuss mehr. Mein Problem ist halt, dass ich fühle mich nicht dazu in der Lage, hier immer wieder exakt dasselbe zu machen. Und das macht es so schwer. Guten Abend, Prinz hier. Ja, alles schwarz und weiß hier heute. Immer zu früh.
soll man diesen... Jetzt wäre ich tatsächlich mal drauf gewesen, reagiere nicht. Es muss alles innerhalb von Millisekunden passieren. Sind die Blöcke wieder nicht schnell genug zerfallen? Komm schon, nachdem mein Gegner so wahrscheinlich eh... Yeah, I thought so. There's... Not much missing here. Not much left. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, ob ich mir die Geschichte hier nicht vielleicht schwerer mache, als sie sein müsste. Ach, komm. Sind die Blöcke wieder nicht da? Noch da? Schon. Ich muss da oben halt nochmal die Seite wechseln. Wir sind da noch nicht durch. Einfach den Ringkontext vergessen. Es ist kein Rennen, wir spielen hier einfach nur ein Level. Die Uhr, die da tickt, heißt gar nichts. Es gibt nichts zu gewinnen. Es gibt nur ein Level, das wir gerne schaffen würden. Greif einfach immer nicht, dass ich es schaffe. Ich begreif einfach nicht, dass ich es hinkriege, auf diesem Tiger zu landen. Warum konnte ich jetzt nicht schießen? Die Blöcke waren doch weg.
das nicht funktioniert. Kann ich mich nicht einfach auf die Blöcke glitschen, wenn sie da erscheinen, wo ich bin? Jetzt dachte ich mir, warten einen Moment länger, der war dann direkt wieder zu lang. Da oben kommt dann der Teil, wo es mich einfach nur ärgert. Ach, Concrete Shot. Immer wenn ich dich sehe, machst du mich traurig. Natürlich so ganz knapp vom falschen Zeitpunkt. Ich dachte nicht, dass ich es noch schaffe. Oh ne, die Blöcke da. Das weiter oben ist dann eigentlich auch nicht mehr so schwierig. Das Schwierigste ist halt wirklich der Tiger. Der Tiger ist das Schwierigste. Wenn ich an dem Tiger vorbei bin, geht der Rest. Der Rest ist halt dann einfach klettern im Endeffekt. Sagt er. Komm doch weiter runter. Die haben ganz genau gewusst, was sie damit machen, dass diese Dinge noch kurz eine Kollision haben. Meine aktuelle Taktik ist halt abrollen. Ernsthaft. Ja, du mit Tiger natürlich noch schnell verschwunden. Das sind doch die Blöcke nicht mehr. Lass mich doch schießen. Die Blöcke sind nicht mehr da. In einem anderen Szenario lässt mich auch schießen. Ach Gott. Kommt dann oben eine Abprüfung, ob man zu viel Waffenenergie benutzt hat. Wahrscheinlich.
man da so reinspringen kann in diese Blöcke. Es drückt einen nicht mal anständig nach unten. Jetzt dürft ihr wieder nicht schießen. Warum darf ich da teilweise nicht schießen? Lass mir jetzt nicht sagen, dass der Knopf jetzt schon wieder eingedrückt ist. Das wäre ein bisschen früh. Ding abgehauen. Warum gibt es dann noch eine Möglichkeit, einen Fehlschlag zu haben? Warum kann dieses Ding da auch noch verschwinden? Reicht doch mit Möglichkeiten, einen Fehlschlag zu haben. Controller mal irgendwie abschleifen. Und meine Schultertasten ist da eine Kante und die ist dermaßen. Ach Gott. Yeah. Die Kante ist dermaßen scharf. Ich sehe gerade die halt beim Abrollen über die beiden Tasten mit dem Zeigefinger dann mal wieder drüber. Kann ich wenigstens wieder am Tiger scheitern? Wie ich davon ausgegangen, dass es geklappt hat. Was mache ich richtig, wenn ich es richtig mache? Ich weiß es nicht. Also wenn er noch mehrere Seitenwechsel nach dem einen oben kommen, würde ich nicht sagen, dass ich das schon hatte. Also dass ich schon fast da war. Eh wieder nicht schießen.
Ding wieder weg. Das ist so viel Fehlerpotenzial. Unfassbar. Warum zerbricht denn dieser untere Block teilweise einfach nicht? Jetzt hätte ich gerade probiert, die Knöpfe gleichzeitig zu drücken, um scheinend gut zu funktionieren. Damit ich den unteren Block hier besser setze. Das macht das oben am Stachel zwar knapper, aber dann gerate ich zumindest nicht mehr in die Situation, dass ich nicht mehr schießen kann. Das ist eine minimale Kameraverschiebung, wegen der ich dieses kleine, diesen blauen Gegner verliere. Das ist halt das Miese. Wahrscheinlich ist das große Problem an dem Tiger, nicht mal den Tiger richtig zu treffen, sondern auch nur so zu treffen, dass ich mich nicht zu weit nach unten bewege. Klappt das nicht. Also wenn nach der Passage das Level schon vorbei ist, dann ja gut. Dann sind inzwischen wahrscheinlich alle fertig. Hieran schon viermal so lang mindestens.
verglichen mit der ersten Passage. Natürlich. Oben ist der Teleporter, ich habe ihn gesehen. Jetzt habe ich nicht mehr gewusst, was ich machen muss. Ich darf das Ende halt nicht sehen. Jetzt habe ich den Teleporter wieder gesehen, jetzt wäre ich unkonzentriert. Jetzt werde ich unkonzentriert. Auch mal umdrehen. Es ist kein X6. Das hier hat nur mit Technik zu tun. Ich muss der Block da links dann... Ah, jawohl. Gut. Pff, nee. Ja. Vielleicht auch mal normale Blöcke setzen, wa?
Das war seltsam. Natürlich wird wieder abgeprüft, ob man Schaden genommen hat, also sonst. Wie will ich das am besten machen? Schon ist es passiert. Hab mir den Finger verletzt. Hab mir gerade tatsächlich den Finger an Gamepad aufgeschnitten. Abrollen, abrollen. Danke, dass ich mich nicht bewegen darf. Ja, springen müsste ich halt noch. Ach so, jetzt verstehe ich. Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. So ist das gedacht. Oh mein Gott.
Ich krieg halt die Anfangspassage auch nicht sicher hin. Ich sehe halt noch nicht mal die Lösung bisher. So falle ich halt zu schnell. Wieder zu weit weg. Ich muss da halt irgendwo in dieser Bewegung noch. Nochmal. Wann? Wo mache ich denn was falsch? Keine Ahnung, ob das der gedachte Weg war, aber... Den würde ich mir eigentlich gerne mal anschauen, aber geht ja nicht. Komm schon. In dem Moment, in dem ich wusste, dass ich auf dem Block landen werde, dann habe ich nochmal geschossen. Irgendwie ist das seltsam. Hm.
Warum schießt du nicht nochmal? Falsche Zeitpunkte. Das hätte ansonsten gepasst. Dann so. Mist. Dumm. Ich bin hier nicht drauf gelandet. Komm schon. Wir waren so nah dran. Okay. Mist. Habe ich hier nicht nochmal geschossen? Wieso kriege ich es nicht nochmal hin? Zu weit weg. Hm.
Zwischendurch fliegen die Projektile einfach weiter, obwohl sie sich auflösen sollten. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich es nur so wieder so hinkriegen würde wie vorhin, wo am Rand dieser Block war. Nicht. Ja. Am liebsten würde ich diesen Tiger einfach gar nicht benutzen. Schon. Warum kriege ich das nicht mehr hin? Mist! Musst du denn wieder durchfliegen? Natürlich. Ich bitte nicht wieder damit anfangen, den Anfang zu verbocken. Zu weit links. Auch in Ordnung. So. Thank you.
Also, ja, okay. Ach so, der Spaß geht noch. Nee, oder nicht? Sternchen haben wir. Gewonnen haben wir natürlich nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Jetzt mein Rennergebnis hin, also mein Stern, da. Ja. Ja. Naja, immerhin ein erstes Concrete Shot Kaiser Level. Das ist doch gut. Also vielleicht nicht so schlecht wie damals. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich habe mal nicht nachgeschaut. Achso, einfach 1943. Ich weiß nicht, was 1943 gewesen ist, aber... Ja gut, aber... Oh mein Gott. Das ist traurig. Ich habe eine Blase am Daumen. Mein Gott. Wie kann das denn passieren? Doch nicht von sowas. Das war doch nicht viel. Naja. Das ist es diese Stelle mit diesem Rennen gewesen. Ich bedanke mich bei den Damen und Herren auf Twitch und YouTube fürs Zusehen. Ja, es wird alsbald dann mit Metroid Dread weitergehen. Daher bis gleich.